Bitte was? Können wir uns später unterhalten, Poirot? Ich muss mich um eine andere... Die von Ihnen gewünschten Informationen sollten heute im Laufe des Tages verfügbar sein. Oh, die, doch nicht. Ich dachte schon gerade eben. Ach nee, ich renne jetzt hier schon echt gefühlt Stunden umher. Ich fürchte, ich brauche ein wenig Zeit für... Den Puck... Tja, es ist keine Chance... Oder spielen wir nochmal Dart? Ich weiß es nicht. Eine Dartscheibe mit Turniermaßen. Ne, der spielt nicht nochmal Dart. Die Tür ist mit Brettern vernagelt. Die Leute wurden längst evakuiert. Also ich befürchte echt, es geht hier nicht weiter. Dies ist weder die Zeit noch der Ort dafür. Mensch, Poro, hilf doch. Na, Hastings, wie laufen die Ermittlungen? Schlecht. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes tun soll. Ja, also, danke, Poirot. Mal sehen, was ich tun kann. Zu dumm, Hastings. Der Finger des Verdachts kann Ihnen zurzeit nicht aus der Klemme helfen. Ich werde Ihnen selbst einen kleinen Hinweis geben. Ja, kein. Eindeutig keinen Hinweis gibt er mir. Geht keiner ran. Poirot schafft verflixt, aber... Ach, Unsinn. Sie... Möchten Sie zur Insel fahren? Tja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ja, bitte. Na, dann wollen wir mal. Es bleibt mir ja nichts anderes Gladys übrig. Gladys und ich haben einige von Miss Stewarts Filmen. Ja, nee, jetzt nicht. Nichts mit Filmen und so. Ich befürchte dieses Buggy, ja. Die Frage ist bloß, was hicken jetzt? Warte mal, ich speichere mal. So, 23, 24, ja? Also nur mal so. Wo sind wir denn jetzt hier an der Stelle? Ich glaube, hier haben wir schon elendig lange gesucht, richtig? Oder? Nee, da nicht. Da lang. Oh, mir schwant Übles. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch schon gesucht, richtig? Welches Glas wurde denn eigentlich geöffnet? Ich denke... Diese Szene da gerade. Warte mal. Ich denke... Das Glas habe ich ja auch schon nicht mehr. Oh. Echt jetzt eine ganze Stunde bin ich jetzt hier am Tüdeln wegen dieser einen Szene? Oh, das wird schwierig. Weil das war das Einzige, was ich noch hatte. Och, nö. Ach, du Heiliger. Ja, ja, da ist irgendwas faul an dieser Szene. Ach, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Zumal hier keiner mehr weiter da ist.
Ein wirklich rührendes Foto. So, gucken wir mal kurz. Wir haben dann ein Foto. Da haben wir noch die ganzen Sachen noch nicht erforscht. Na, ich glaube, die Sachen sind kapitelbedingt. Also wenn... Bitte, ich möchte... Okay, sie hat schon mal keinen Bock mehr. Ich möchte nicht unhöflich. Okay, sie hat auch keinen Bock mehr. Noch mehr grüner Stoff. So, das können wir gleich nochmal klären. Warte mal, wir machen mal schnell Durchlauf hier. Könnten Sie mal sehen? Nochmals herzlich. Dies ist gewiss von Bedeutung. Hier war ja nichts weiter bei der Stuart. Da hatten wir alles schon geplündert. Halt. Nee, da drin ist nichts, ne? Okay. Hätte ja sein können, dass da in dem Mülleimer irgendwas ist. Dann hätten wir das nochmal anderweitig dann gegenkontrollieren können. So, da waren wir drin. So, hier ist... bei ihr machen wir noch nichts. Poirot hat nichts. Weiß nichts. War's nicht. Okay, hier ist nichts. Dies ist Stephen Lane. So, bevor ich die Analysen mache... Sie können mir ruhig... Okay, da ist nichts weiter. Da ist auch nichts. Dies ist das Zimmer von Mr. Blatt. Sehen Sie sie? So, hier war das mit dem Öl. Das ist... Haben wir? Nanu, wo kommt denn dieser Fettfleck her? Meine Nase sagt mir, dass es sich um eine Art Öl handelt. Ein Test könnte es genauer bestimmen. Nanu, wo kommt denn dieser Fett? Meine okay. Nase sagt mir... Ja. So. Das hätten wir. Zimmer der Gardeners. Da ist noch der Brief, ne? Müssen wir aber machen. Den klickern wir uns mal jetzt schnell auf die Schnelle zusammen. Das könnte umgehend passen. Unten. Das ist die Mitte auf alle Fälle. Untere Kante. Das ist eine untere Kante. Das ist die obere Kante. Das ist die Kante. Das ist... Nee, so und ich mach mal so, damit wir erstmal ein einigermaßen System hinkriegen. So. Das ist natürlich verkehrt. So. Das würde passen. Mr. Gardener. Müssen wir so machen. So. Nee. Bap. Ich kann Ihnen gar nicht wie sehr ich mich darauf gefreut
HB hatte, so, in die, nee, für sie in Antonia, die Schwester, die Irina, zu spielen. EN. So. Ich bin sicher, ihr kleines Theater. Hätte eine herrliche eines solchen Schaus würde die Inszenierung auf die Beine gestellt. Unglücklicherweise zwingt mich aber ein persönlicher umgehend in die Vereinigten Staaten zu reisen und dort nee. Während der Monat wo? So, die für die Proben angesetzt waren zu verbleiben, daher muss ich mich leider aus ihrer Produktion zurück. Das bringt mir das Herz, sie enttäuschen zu müssen. Aber diese persönliche Angelegenheit duldet keinen Aufschub. Gewiss werden Sie mir verzeihen. Ich hoffe, in der Zukunft wird sich für uns eine Angelegenheit zur Zusammenarbeit ergeben. Ihre ergebende Blub. Und so. Dieses Dokument muss ich näher untersuchen. Ich lege es in mein Notizbuch. So, ich speichere das hier nochmal ab. Ohne Titel, damit ich weiß, dass die dazu zusammengehören. Dann halt da. Interessant. Das kommt in mein Notizbuch. Ja, das kommt alles ins Notizbuch. So, wenn wir Telegramm an Bucket. Ach, da, verschiedene Substanzen testen, Haarproben unter dem Mikroskop vergleichen. So, Dokumente, haben wir die Absage und wir haben den Handzettel. Emily Brewster, da haben wir noch einen Handzettel. Das könnte wichtig sein. Ich hebe es. Okay, hier ist aber nichts weiter. Zimmer der Gardeners. War da noch irgendwas? Nee, das war alles, ne? Bei den Gardeners. Ah, sehr. Die haben kein Klo, stelle ich gerade fest hier. So. Da war nichts. So, das heißt wir. Ach so, genau, warte. Nee. Mit ihr kommen wir dann zum Schluss. Runter. Ach so. Nee, da war auch nichts mehr mit dem. Ja, das ist, also es ist gerade echt leider unschön, die Szene. Ich wüsste aber nicht, wie man sie ändern könnte. So, hat er noch irgendwas? Hallo, Mr. Ich muss ach ja, schon. Da war ja noch was. Ich muss sowieso noch mal dahin. Ich brauche den komischen Grenadier-Hustensaft-Gedöns, den wir da kostenlos bekommen. Hallo? Ja, bitte. Ich bin, wie gesagt, gerade hier im Schnelldurchlauf. Gladys, weil wir und ich haben. Ja, Gladys. Alles gut. So. Ich muss ein Telegramm aufsetzen, Nummer 1. Danke, Sir. Ich schicke es sofort los. Was auch immer er für ein Telegramm gerade losschickt, dann war hier das da. Das können Sie einfach mit. Ja, nehme ich einfach mit.
So, das können wir gleich schon mal benutzen. Das kommt hier rein. So, dann hätten wir das nämlich auch. Und dann machen wir das hier. Und jetzt geht die Analyse-Tätigkeit los. Wir haben den Kaffee. Das war Drogen. Die Sub. So. Dann, hatten wir den Bootslack nicht. Das hier haben wir. Drogen. Tut mir leid, Mo. Nee. Die Flüssigkeit in der unmarkierten Flasche aus Madame Marshalls Badezimmer ist die Tönung, die... Okay, das war die Tönung. So, dann haben wir das hier. Tut mir leid, Mo. Ja, ja, Öl, da unten wollte ich. Das, die Substanz... Oh, wir können es überspringen, das ist gut. Ich muss nicht die ganze Zeit die Sequenz angucken. Badezeit ist nicht. Ja, ja, das ist auch nichts. Das hier. Die in der... So. War es das schon? Ah. Ah, warte mal. Ich habe noch was übersehen. Moment. So, dann haben wir das. Hastings. So, wie sieht's aus? Wir haben noch Substanzen, die wir testen müssen. Substanzen zum Testen. Wir haben noch eine Substanz übersehen, richtig? Uns fehlt noch eine Substanz. Welche habe ich denn übersehen? Eine Substanz fehlt noch. Das war das. Ah, na toll. Okay, wir haben die Grenadine. Ich weiß, was fehlt. Moment. Wir können eh schon mal erstmal zurück. Möchten Sie zur Insel? Ja. Ja, bitte. Na dann wohl. Ich mache bis. So. Und zwar machen wir jetzt erstmal. Hallo, Mr. Ich muss. Tut mir leid. Bitte sehr. Grena, das kann ich. So, dann haben wir erstmal den hier. Bitte sehr. Merci. So, und dann glaube ich, ist vielleicht ein Reihenfolgenproblem. Ich gehe mal zuerst. Wir haben noch einen offenen Dialog hier. Mit ihr sprechen. Hallo, Monsieur. Aber das mal. Ja. Können Sie nach dem Früh... Wann war das? Wir sind kurz... Was haben Sie... Ich bin gesch... Haben Sie ihr... Oh ja. Hatten ihr... Oh nein. Haben Sie irgend... Naja, ich... Ich meine... Nein, das... Wie spät war... Viertel vor... Wissen Uns Sie fehlt noch die Uhr, oh, ne? Oh ja, Sie... Wann... So etwa... Sie haben... Was? Und wo... Ich habe es in... Es gibt... Ich denke... Hören Sie... Hastings. So. Ich will nicht... Das haben wir. Jetzt gehen wir nochmal durch die Zimmer. Quatsch. Und zwar bei ihr im Zimmer finden wir ja noch die Uhr. Wir finden noch das da. Diese Ansteckner. Wir finden ich das hier. Dann müssen. Wo wir nicht weiterkommen. Da ist die Uhr. Lindas Uhr.
Das heißt, die Uhr geht auf die Sekunde. So. Was hat man noch jetzt hier genommen? Die Stecknadel. Klebt eine unbekannte Substanz. Ich glaube, das ist das Letzte, was da eine Rolle spielt. Entschuldigung. Okay, die ist nicht weiter zu sprechen. Ich verlaufe mich jetzt gerade hier nur. So. Also ich denke mal, wir wären fast zum Ende gekommen, wäre nicht jetzt hier die Problematik dazugekommen. Achso, wir haben noch eine Substanz. Siehst du, ein Glück, bevor ich nämlich loseier. Hier. Ein Planters. Für die Nerven. Da geht's mal. So. Es ist schwer festzustellen, was die Flasche mal enthielt. Moment. Keine? Dies ist weder die. Okay, das ist natürlich auch seltsam. Ich weiß, dass wir hier noch die Zeiten ablaufen müssen. Ne, die fehlen nämlich. Aber die können wir erst ablaufen, wenn wir anscheinend den Rest geklärt haben. Hallo? Sie brauchen den Meerestraktor, ja? Ja. Ja, bitte. Bin schon und... Ich habe eine... Nicht erzählen. Wir haben alles schon an deinen Dialogoptionen durch. So, ich brauche gar nicht nachfragen, ob da schon was angekommen ist. So, ich muss mal hier nochmal ins Buch reingucken. Und wir fangen mal an. Die Flüssigkeit. Tut mir leid. Tut mir leid. Die vom Balkon geworfene. So. Und die Haarnadel. Da. Die Substanz an der Anstecknadel ist Kerzenwachs. So, und jetzt haben wir auch das erledigt. Also das wäre schick. So, dann speichern wir hier nochmal ab. Jetzt müssen wir nochmal mit den Leuten reden. Eine Dame? Lust auf ein... Ich spiel... Ach ja? 10 Nur wenn... 10 So, wir haben gewonnen. Ich habe die Rettungs... das... Haben Sie eine Wind... Eine Wind... Haben Sie einen Kompass, den ich... Nun, ich... Wenn Sie mich... So, jetzt haut er ab. Poirot, glauben Sie, dass eine Frau... So, jetzt kommt der... Dann jetzt kommt der Hinweis mit der Frau. So, der spielt jetzt sowieso nicht mehr. So, jetzt gehen wir hier hin. Poirot! Indizien. Gewiss. Ist die Leiche aus der... Ja. Haben Ihre Leute... Nein. Haben Sie von... Ja. Ich übertrage... Schlimme. Haben Sie den... Hier, bitte. Merci beaucoup. Das... Haben Sie die... Leider. Mrs... Wie es... Ich habe... Könnte ich... J... Diese Foto... Ich werde... Natürlich. Monsieur, ich würde... Das kann ich... Was für ein... Warum soll... Ich könnte ihn... Bitte noch. Ich werde es... Das wäre... So. Verzeihung. 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 Die von Ihnen gew...
Okay, das hätten wir auch durch. Dann gucken wir schnell auf die Dokumente, die dazu noch kamen. Die haben wir gelesen. Das hatten wir gelesen. Ich glaube, jetzt kommen wir noch zu dem Teil, dass wir die Zeiten noch stoppen. Und die Gladys oben wegen dem Glasöffnen befragen. Ne? Und da gucken wir mal, ob es was triggert. Möchten Sie zur Insel fahren? Ja, bitte. Na, dann wollen wir mal. Oh, bitte nicht erzählen. Was für eine Menge Und ich habe auch... So. Halt. Hier ist ein guter... Ja, das ist... Vom Smugglers Endpub braucht man durch den Tunnel 28 Minuten. Dies ist weder die... Hier ist ein guter... Von den Klosterruinen bis zur Katascove braucht man durch den Tunnel 11 Minuten. Okay. Und das, mein Freund, ist die letzte Zeitangabe, die wir benötigen, um zu wissen, wie lange jeder unserer Verdächtigen gebraucht hätte, um die Katascove zu erreichen. Und natürlich mussten sie auch vom Tatort wieder zurückgelangen. So. Theoretisch ist es jetzt fertig. Jetzt bleibt nur noch die Sache mit dem Herausfinden, ob die Frauen in der Lage wäre. Das Glas zu öffnen. Und wenn es danach nicht weitergeht, ja, dann weiß ich auch nicht. Mademoiselle. Was für ein Experiment? Während... Ah, ich... Ich schaffe... Würden Sie... Warum eine Dame? Nun, ey... Sagen Sie es. Was? Wenn Sie das nicht... Oh nein, Sir. Wen soll... Miss Bruce. So, jetzt geht sie raus. Ich kann mit dem Typen in der Bar nicht reden, weil der Typ in der Bar ist nicht mehr da. Das ist ja mein Problem. Der ist ja gegangen. In der einen Lösung stand drin, dass man über den Typen nochmal sprechen sollte mit dem Polizisten. Aber der Typ ist schlichtweg nicht da. So, jetzt soll ich hier irgendwie, glaube ich, rausgehen und dann wieder reingehen, ne? So, dann gehen wir wieder rein. Vielleicht hilft es auch schon. So. Nee, das war der falsche Weg. Da lang. Da lang. Da lang, jetzt gehe ich bestimmt wieder in die falsche Ecke. Ich gehe diesmal so rum. Da ist er wieder. So. Ist es schon jemandem gelungen? Miss Bruce? Merci beaucoup, Mademoiselle. Sie haben exzellente Arbeit geleistet. Was soll ich mit dem Glas machen? Es gehört Ihnen. Nehmen Sie es mit dem aufrichtigen Dank, Hercule Poirot. Phobien müssen schwer zu ertragen sein. Tja, so viel dazu. Es geht nicht. Es ist... Ich habe keine Ahnung. Auch bitte nicht. Ansonsten werde ich wahrscheinlich mal auf Speicherstandsuche gehen, weil das ist gerade hier... Aber das mache ich dann zum nächsten Mal. Das ist gerade nicht schön. Ich glaube, dieses Zimmer gehört Major Barry. Ja, ja, und wenn wir hier reingucken ich denke, und jetzt wieder zurückgehen. Da ist... Irgendwas ist nicht korrekt getriggert oder... Irgendwas übersehen? Nein. Mrs. Redferns Zeichenutensilien. Das war bloß ein Hinweis. Tja. Ich gehe jetzt noch einmal zurück auf die Insel. Einfach nochmal um Catalinas Hinweis
nochmal gegenzuprüfen, aber aus dieser anderen Lösung. Aber ich glaube, da wird nichts passieren. Aber was anderes fällt mir nicht ein. Und das nächste wird dann sein, dass ich dann zum nächsten Mal mir die ein Safe-Game besorge. Hallo? Ja, bitte. Bin schon unterwegs. Ich hoffe, Sie... Dann ist der... So, man sollte dann mit den Cop hier reden. Die von Ihnen gewinnen. Okay, da kommt nichts weiter. Hier ansonsten ist nichts. Nee. Und dann sollte man nochmal gucken, dass man mit ihm irgendwie reden kann. So, und er ist aber nicht da. Er ist weg. Wahrscheinlich ist irgendwas ausgelöst. Ich fürchte, ich brauche ein wenig Zeit für mich. Bitte, ich möchte gerade allein sein. Ich möchte... Bitte, ich... Ja doch, ich will doch hier zurückgehen. Also keine Chance. Keine Chance. Ist hier schon was gekommen? Wahrscheinlich nicht. Alter! Wir haben vorhin ein Telegramm geschickt, aber an die Anwältin. Wehe! 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 Danke, Sir. Ich schicke es sofort los. Ach, du bist ein Arschspiel. Eh bien, Hastings, wir machen redlich Fortschritt. Es ist nun an der Zeit, die falschen Fährten, die den Blick auf die wahre Lösung versperren, auszumerzen. Wohin haben uns unsere Betrachtungen geführt? Ich möchte Sie noch einmal an die meiner Meinung nach wichtigsten Momente erinnern. Es ist an Ihnen zu entscheiden, welche davon mit dem Mord an Arlena Stewart zu tun haben, welche andere Verbrechen betreffen, die, auch wenn sie nichts mit dem Mordfall zu tun haben mögen, ebenfalls gelöst werden müssen. Und was wir noch herausfinden müssen, bevor alle Fragen beantwortet sind und der oder die Schuldige enttarnt werden kann. Sind Sie bereit, mon ami? Ich denke schon. Könnte ich aber vorher noch meinen sechsten Hinweis zum Finger des Verdachts bekommen? Aber sicher. Der sechste Hinweis lautet Telefon. Telefon. Mal sehen, was hatten wir denn alles? Energie, Lampe, Schreibtisch, Schublade... Magnet. Und jetzt Telefon. Danke, Poirot. Jetzt bin ich bereit. Erzählen Sie mir, was Sie für die wichtigsten Anhaltspunkte unserer bisherigen Ermittlung halten. Zunächst einmal, was sind die Geheimnisse, die wir aufzuklären versuchen? Alle? Der Mord an Arlena Marshall. Das ist unser Hauptanliegen. Wir werden uns gleich noch mit den Verdächtigen beschäftigen, aber werfen wir erst noch einen Blick auf mögliche Motive. Was, glauben Sie, war der Grund für den Mord an Arlena Marshall? Jetzt nochmal zurückzukommen. Warum stand bitte beim Telegrammsenden nicht zwei Menüpunkte, zwei Optionen, dass man zwei Telegramme versenden will? Ja, es stand nur einer, dass man an die Anwältin schicken möchte und wir möchten kein Telegramm schicken. Wer kommt denn bitte schön da drauf, da nochmal drauf zu klicken, dass da wieder eine Option kommt, die erst dann... Also, ich bin ein bisschen schockiert, ja, also... aber nun gut, okay, so, was ist das Motiv? Ja, man muss durchprobieren, aber das ist ja nicht nachvollziehbar und naheliegend gewesen. Also, dass man vielleicht irgendwas übersehen hat, ein Item oder so, das ist, wäre nicht das Problem. Aber die Gesprächsoption, die nicht nachvollziehbar ist, zumal ja... zumal ja die Option in Poirots Aufgaben durchgestrichen war. Der Punkt war durchgestrichen,
da komme ich gerade nicht hin, dass das erledigt war. Es war ja nicht erledigt. Wir haben nur eins von zwei dieser Aufgaben gemacht. Wir haben nämlich nur ein Telegramm verschickt, nicht zwei Telegramme. Also, irgendwo hat es da gehapelt. Keine Ahnung. So, was ist, was ist der Grund? Ich würde mal sagen, ja, Rache, Eifersucht, Selbstschutz. Also wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass wir hier zu einer Lösung kommen müssen. Das wäre atypisch. Wir haben die Möglichkeit der Eifersucht, der Ehemann. Ja, nicht der Punkt. Das Sirenengeheul ist im Dings. Wir sind gerade in London, 1940, also im Krieg. Ne? Angriff in London von den Nazis. Luftangriff. Deswegen, das ist halt der Alarm und wir sitzen halt hier und lauern. Also es kann alles sein. Wir haben Rache, weil die Theaterbesitzer, ne, die Dings könnten es sein. Also da sind so viele Möglichkeiten. Selbstschutz weiß ich nicht. Obsession, Fanatismus. Ich glaube ja, wegen dem Erwürgen, dass es... Aber in welchem Kontext war das? Ach, ich sag Rache. Erlena hatte sich aufgrund ihrer Schönheit, ihres Erfolgs und ihrer Vorliebe für die Männer viele Feinde gemacht. Und nicht nur unter Frauen. Der Mord an Millie Parsons. Wir wissen genug über die Umstände dieses Verbrechens, um einen Mörder mit Motiv und Gelegenheit identifizieren zu können. Den Anthropologielehrer Gideon Fell. Aber falls sich Mr. Fell nicht in Verkleidung auf Seadrift Island oder in Leathercombe Bay aufhält, ist er kein Verdächtiger im Mordfall Erlena Marshall. Dennoch befinden sich mehrere Personen auf Seadrift Island, die auf die eine oder andere Art in diesem Fall involviert waren. Das stimmt. Und es gilt auch noch zwei Dinge aufzuklären. Wissen Sie welche? War der Mann aus Ihrer Voodoo-Geschichte Gideon Fell und praktiziert Linda Marshall Voodoo? Praktiziert Linda Marshall Voodoo? Es hat den Anschein, als wäre das der Fall. Sobald wir von Miss Porter gehört haben und wissen, was Mademoiselle Marshall in ihrer Rätselkiste versteckt, werden wir Gewissheit haben. War der Mann aus Ihrer Voodoo-Geschichte Gideon Fell? Der nachts voller Angst hochschreckt? Ja, das war er. Aufgrund von Voodoo? Ist das so schwer vorstellbar, wenn man bedenkt, dass er fest an die Macht des Voodoo glaubt? Der Mord an Alice Corrigan. Wir wissen nur wenig über diesen Fall. Lediglich, dass der Ehemann verdächtigt wurde, aber ein perfektes Alibi hatte. Und dass das Verbrechen in der Nähe von Brixham begangen wurde. Es könnte also ein Zusammenhang mit dem Mord an Millie Parsons bestehen. Ich dachte, die Polizei hätte Beweise gefunden, die Fell als Mörder ausschließen. Es könnte dennoch ein Zusammenhang bestehen, Hastings. Behalten Sie das im Hinterkopf. Die Aktivitäten der Kollaborateure. Ja, es scheint so, als hielte Mrs. Castle Augen und Ohren offen, aber nicht im Namen Englands. Voodoo auf Seadrift Island. Ja. Und es scheint so, als würde er hier praktiziert von der jungen Mademoiselle Marshall. Der Geist von Tom Cutter. Ja, der Geist, der kein Geist ist. Haben Sie eine Theorie, wer dahinter stecken könnte? Meine Theorie ist, der Geist ist Mr. North. Möglicherweise. Aber... Mr. North. Er scheint der Hauptverdächtige in diesem Fall. Gute Nacht, Catalina. Die Kugeln auf Mr. Blatt. Die Kugeln auf Mr. Blatt. Ja, Monsieur Blatt wird beschossen. Vergisst aber, das zu erwähnen. Und beschossen von wem? Einem deutschen U-Boot? Möglich. Wäre es die Polizei gewesen, hätte man Colonel Weston sicherlich davon unterrichtet.
Und für Blatt ist die Sache so unwichtig, dass er niemandem davon erzählt und sich stattdessen diese fadenscheinige Lüge des Wetterschadens ausdenkt. Warum? Der Vogelbeobachter Mr. North. Ja, dem Bericht von Scotland Yard, den Sie, so hoffe ich, gelesen haben, kann man entnehmen, dass er ein Schmuggler ist. Die Frage ist nur, was schmuggelt er? Arbeitet er mit den Kollaborateuren zusammen oder mit jemand anderem? Ja, das sind die Unklarheiten, die uns noch mehr oder minder beschäftigen. Lassen Sie mich nun die Personen in unserem kleinen Drama aufzählen. Glauben Sie, dass wir jemanden von den Verbrechen ausschließen können, mit denen wir uns beschäftigen? Der Polizist ist, McBee, Will Jenks, Gladys, Henry. Das sind alles die Dings hier. Die Hotelleute. Und die Polizei. Und im Dorf. Ja. Alle hier genannten. Ausgezeichnet. Mit einem Schlag haben sie die, wie sagt man, die Nebendarsteller eliminiert. Nun können wir uns auf die wahren Verdächtigen konzentrieren. Sehen wir uns jetzt also die Liste der Verdächtigen an. Wen halten Sie für den Mörder? Für den Mörder? Emily Brewster. Die athletische Mademoiselle Brewster hätte sicher die nötige Kraft gehabt, um den Mord zu begehen, wie ihr kleines Experiment gezeigt hat. Außerdem ist ihr Alibi keineswegs hieb- und stichfest. Aber bei ihr ist es ähnlich wie bei Monsieur Blatt. Es scheint jegliches Motiv für die Tat zu fehlen. Ach so, wir sprechen das nur durch, wie es scheint. Major Barry. Bei Major Barry, der die Schrecken des Krieges miterlebt hat, könnte eine Zurückweisung durch Madame Marshall tatsächlich in Gewalt geendet haben. Horace Blatt. Ja, der Mann hat so manches Geheimnis. Außerdem hätte er von seinem Segelboot aus unbemerkt in der Cutters Cove an Land gehen können, um die Tat zu begehen. Ja, aber wir haben noch den Geheimgang, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Hillary Castle. Arlena könnte herausgefunden haben, dass sie eine Verräterin ist. Vielleicht wollte Mrs. Castle ihr Geheimnis schützen. Allerdings habe ich keine Anzeichen dafür erkennen können, dass Mrs. Marshall detektivische Ambitionen besaß. Dennoch wäre das hier eine Möglichkeit. Rosamund Darnley. Ein Mord aus Empathie, um den Mann ihrer Träume zu schützen. Sie ist eine starke Frau, die es in der Geschäftswelt zu etwas gebracht hat. Es wäre möglich, dass sie zu einer solchen Tat fähig wäre. Carrie Gardiner. Noch jemand, der etwas zu verbergen hat? Könnte sie die Frau ermordet haben, die das Geschäft ihres Mannes in den Ruin trieb? Möglich, möglich. Oakley Gardiner. Der liebenswerte Mr. Gardiner, der erstaunlich lange zum Auffinden der Wolle braucht und der von Alina Marshall ruiniert wurde. Stephen Lane. Ein Mann, der so sehr von seinem Gotteseifer getrieben wird, dass er seine Stellung als Priester verloren hat. Ein religiöser Fanatiker wäre sicherlich imstande, das Böse, das ihn umgibt, eigenhändig zu vernichten. Kenneth Marshall. Der eifersüchtige Ehemann. Tief im Inneren könnte auch beim beherrschten Captain Marshall ein Feuer lodern. Geld könnte bei ihm ebenfalls ein Motiv sein. Ja, die Ermittlungen von Scotland Yard werden zeigen, wie es finanziell um seine Geschäfte bestellt ist. Linda Marshall. Wieder wäre Empathie das Motiv. Sie will ihren Vater schützen, der vor aller Welt als gehörnter Ehemann dasteht. Außerdem hat sie Interesse an verqueren Dingen gezeigt und weiß, wie plötzlich der Tod zuschlagen kann. Allerdings hat sie auch dank Madame Redfern ein perfektes Alibi. Christine Redfern. Auf den ersten Blick scheint sie die Hauptverdächtige. Bei ihr wäre Eifersucht das Motiv. Allerdings hat auch sie dank Mademoiselle Marshall ein perfektes Alibi. Patrick Redfern. Eine Obsession, der Alena Marshall ein Ende setzte? Eine unerwiderte Liebe? Nur, wann hatte er Gelegenheit?
Er wurde von mehreren Personen gesehen, unter anderem auch von mir, bis er mit Mademoiselle Brewster im Ruderboot aufbrach. Voilà, das wäre es also. Anhand der vorhandenen Beweise konnten wir die Zahl der Verdächtigen auf 12 eingrenzen. Wow. Manche hatten aber scheinbar kein Motiv. Andere hatten keine Gelegenheit. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir jedoch noch für alle Möglichkeiten offen sein, nicht wahr? Sicher. Wenn Sie also bereit sind, kehren wir nun nach Seadrift Island zurück. Es ist später Nachmittag. In nur wenigen Stunden wird die Wahrheit ans Licht kommen und der Mörder enttarnt werden. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber erstmal speichern. Ich glaube, das ziehen wir doch durch, oder? Also zumindest gebe ich jetzt noch maximal ein Stündchen. Maximal. Na, Hastings? Ja, nee, Ach Gott. Das höre ich gerne. Ich wollte nicht. Wir müssen bestimmt wieder. Jawohl. Oh, guck mal, wie es glänzt und funkelt. Aber das nehme ich auch so als kleine Privatvilla. Hastings, wir sind uns einig, dass Mrs. Castle, wie Sie sagen, stiften gehen könnte. Es ist also an uns zu verhindern, dass sie die Beweise gegen sich vernichten kann. Wir riskieren einen Blick in den Safe? Präzisement. Hatten wir doch schon. Okay, also Safe. Was sagt... Also nochmal noch. Die Dinger waren hier durchgestrichen. Mit dem Telegramm. Und dabei hatten wir doch. Ja, maximal noch ein Stündchen, weil ich muss ja auch irgendwann schlafen gehen. Ich meine, morgen habe ich zwar zu tun, aber relativ ruhig. So dass ich vielleicht nochmal so ein kleines Powernapping immer zwischendurch eins schieben kann, aber es ist halt wie es ist, ne? Okay, mit ihr rede ich jetzt noch nicht. Wir haben eine Aufgabe. Die wurde explizit gerade genannt und die will ich jetzt auch explizit durchführen. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, den Inhalt des Safe sicherzustellen. Sollte er sicherstellbar sein. Ich denke mal, es werden jetzt Sachen fehlen. Ein, ne, guter Detektiv. Ja, doch. So. Aber die Signallampe, sie fehlt. Warum? Okay. So. Das Buch, The Book of Code. Und wo ist... Da. Das Funkgerät. Das Funkgerät scheint ein deutsches Fabrikat zu sein. Na, so ein Zufall. So, dann gehen wir nochmal hoch. Das ist nicht hoch. Das ist nicht hoch. Das ist hoch. Und weil wir sie nämlich gerade hier sehen haben... So. Mademoiselle Gladys? Könnten Sie mir wohl weiterhelfen und einige Fragen bezüglich des Todes von Madame Marshall beantworten? Oh ja, Sir. Gerne. Sie haben heute Morgen auf dieser Etage geputzt? Ja, Sir. So wie jeden Tag. Putzen, putzen, putzen. Haben Sie irgendwann Captain Marshall gesehen? Ja, Sir. Er kam kurz nach 10:30 aus sein Zimmer. Kurz darauf habe ich gehört, wie er auf seiner Schreibmaschine etwas getippt hat. Wann war das genau? Oh, ich würde sagen, so etwa 10:05. Haben Sie heute Morgen noch jemanden hier gesehen? Nein, Sir. Aber es hätte ohne weiteres jemand kommen oder gehen können, während ich in einem der Zimmer geputzt habe. Haben Sie auch das Zimmer von Mademoiselle Linda Marshall geputzt? Ja, Sir. Wie immer. Haben Sie den Kamin gereinigt? Nein, das war nicht nötig. Es war kein Feuer gemacht worden. Es war wirklich nichts im Kamin? Nein, Sir. Es war vollkommen in Ordnung. Erinnern Sie sich, wer heute Morgen das späte Bad genommen hat? Spätes Bad? Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Ich habe gerade Mrs. Castle erzählt, dass ich es eigenartig fand, dass jemand zu dieser Zeit ein Bad genommen hat. Es war beinahe schon 12. Und wer hat das Bad genommen? Das weiß ich nicht, Sir. Ich habe nur gehört, wie das Wasser ablief. Sonst nichts. Und das soll ein Hinweis sein? Sogar von allergrößter Bedeutung. Ist Ihnen vielleicht eine fehlende Flasche in einem der Räume aufgefallen? Eine Flasche, Sir? Was denn für eine Flasche? Nein, nein, Hastings. Die Glasflasche, die bei Rocky Bass gefunden wurde. Nein, Sir. Ich glaube nicht, dass ich diese Flasche schon mal gesehen habe. Vielen Dank, Mademoiselle. Sie können jetzt weitermachen. Ja, Sir? Keine Schraubgläser mehr zu öffnen? Nein, nein. Die Zeiten sind vorbei. Na, sowas auch.
So. Gucken wir mal, ob hier nochmal was ist. Ist ja eine neue Szene. Und gereinigt. Okay. Sieht gut aus. Wie sieht es hier hinten aus? Okay, raus. Beim Männern. Oh. Das hier sieht wichtig aus. Ich werde es im Notizbuch aufheben. Okay. Marshall Osgoth Ganz. Okay, mein lieber Marshall, ich störe Sie nicht gern im Urlaub, aber bezüglich der Burley-Tender-Verträge hat sich eine gänzlich unvorhergesehene Situation ergeben. Anscheinend war Mr. Cruikshank in der Einschätzung der Erträge gelingen gesagt etwas zu optimistisch. Da nimmt sich das Angebot inzwischen stark überhöht aus. Ich muss Ihnen nicht sagen, was passiert, wenn es sich herausstellt, dass ein in der Stadt bereits wohlbekanntes Angebot dieser Größenordnung nicht den Wert besitzt, der den Investoren versprochen wurde. Über das weitere Vorgehen sind wir uns nun nicht im Klaren. Was würden Sie empfehlen? Hochachtungsvoll mit Martin Anderson, okay. Anderson, was ich empfehle, ich nehme an, Cruikshank zu vierteilen wäre schlecht machbar, aber ich hätte nichts dagegen, ihn zum Wohle des gesamten Finanzwesens wenigstens ansatzweise zu foltern und ganz leicht zu zerstückeln. Falls das auch nicht möglich ist, schlage ich nach reiflicher Überlegung die folgenden Maßnahmen vor. Zuerst müssen wir uns absolut vergewissern, dass die Erträge tatsächlich zu hoch angesetzt wurden. Zweitens, falls sich dies bestätigt, sollten wir Cruikshank mit unserer Entdeckung konfrontieren. Diesen Part will ich gern übernehmen. Kennen Sie den Blick des in die Ecke gedrängten Fuchses, wenn die Hunde ihn umzingeln? Den vergisst man nicht so leicht. Drittens, wir beginnen sofort damit, unsere Position bezüglich des Angebots zu lockern. Fagin's Bank wollte einen größeren Anteil, den können Sie jetzt haben. Das geschieht Ihnen recht angesichts des Hokuspokus, den Sie bei der Kensington Mansion-Sache veranstalten wollten. Viertens, wir lassen unseren wachsenden Verdacht gegenüber Cruikshank und seinen Kumpeln an die Presse durchsickern. Wir deuten an, dass wir den Gerüchten auf den Grund gehen werden. Dann gelten The Boston and Swan Bank und Marshall Osgood Ganz als besorgte Bürger, die für andere Investoren nur das Beste wollen. Fünftens, wir stellen ein Portfolio unserer weniger profitablen Investitionen zusammen, polieren sie noch ein wenig auf und verkünden dann, dass wir, falls unser Verdacht sich bestätigt, eine Reihe viel attraktiverer Angebote zu bieten haben, um die Enttäuschung durch die Burley-Tender-Verträge wieder wettzumachen. Dabei wird selbst unseren strengsten Kritikern warm um die Brieftasche. Ich schlage vor, dass sie der Sache sofort nachgehen. Wenn ich am Montag in die Stadt zurückkehre, werde ich alles weitere übernehmen. So, so, so. So, 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 so. Okay. Da ist nichts. Höchst mysteriös. Okay, da haben wir noch keinen Hinweis. Der Kamin ist sauber. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Oh, diesmal kann ich... Hier ist aber nichts drin, okay. Weil wir hier, glaube ich, schon geschnuppert haben, ne? Okay, ist auch nichts weiter. Halt, da war was. Oder? Nee, war nix. Ich glaube, dieses Zimmer gehört Major Barry. Ah, das ist so ein komisches Zimmer, was Geräusche macht. So, ich mache jetzt hier einfach sowas. Egal. So. Ich denke, wir haben Major... Okay. Es bleibt dabei, dass es da... Das ist sehr seltsam. So, das auch nichts? Okay. Dann haben wir das geklärt. Poirots Zimmer. Dies ist Stephen Lanes Zimmer, wenn ich mich nicht irre. Ja. Sie können... Haben wir auch. Da gibt's aber auch nichts weiter. Blatt. Dies ist das Zimmer von Mr. Blatt. Ach, guck an. Ich muss schon sagen, Poirot, gehört dies zur üblichen Ausrüstung eines segelnden Herrn? Ein Revolver. Er scheint Horace Blatt zu gehören. Der Revolver ist geladen. Was soll denn das? Was tun Sie hier? Ich wurde damit beauftragt, den Mord an Arlena Marshall zu untersuchen. Sie wurde ja wohl nicht erschossen, oder? Nein. Dann geben Sie mir bitte auf der Stelle mein Eigentum zurück. Leider haben wir keine Wahl, Hastings. Monaco.
Hat er es bekommen? Ja, dann reden wir mal. Wir werden ihm nichts Neues erfahren, wenn wir ihn jetzt noch einmal stören. Okay. Da ist nichts weiter drin. Nee. Okay. Nachdem uns das Spiel hier ein bisschen zur Weißglut Glut gebracht hat, ja. So, ich denke mal, wir sind einmal... Wir gehen mal noch hier nach oben. Ja, zumindest wird symbolisiert, ja. Wahrscheinlich aufgrund der großen Kritik oder so. Ich weiß es nicht. So, können wir jetzt hier wieder... Dies ist ein... Okay, das ist klar. Jetzt hier. Dies ist ein... Nicht? Dann hier. Ein U-Boot ist wieder unterwegs. Also sind wieder die Deutschen unterwegs. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte an der Seite... Hier wollte ich lang. So, da lang und nach unten. Und hier waren wir drin. Warte mal. Hier ist die Bar, ne? Ach, guck an. Monsieur Redfern, dürfte ich Sie wohl noch einmal stören? Aber sicher, Monsieur Poirot. Ich bin jetzt auch wieder etwas gefasster. Monsieur Redfern, wie lange kannten Sie Arlena Marshall? 3 Monate. Wenn ich nicht irre, haben Sie sich auf einer Cocktailparty kennengelernt, richtig? Ja, das stimmt. Captain Marshall meinte, dass Sie und seine Frau sich nicht sonderlich gut kannten. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe sie immer wieder mal hier und da getroffen. Wusste Ihre Frau von Ihrer Freundschaft mit Madame Marshall? Ich glaube, ich habe meiner Frau erzählt, dass ich sie kennengelernt habe. Aber sie wusste nicht, wie oft Sie Madame Marshall gesehen haben? Wohl eher nicht. Wollten Sie sich hier mit Madame Marshall treffen? Nun, es hat wohl keinen Sinn, Ihnen etwas vorzumachen. Ich war verrückt nach der Frau. Vollkommen vernarrt. Sie wollte, dass ich hierher komme. Und ich... Nun, ich hätte so ziemlich alles für sie getan. Hat Madame Marshall ihre Gefühle erwidert? Sie tat so. Aber ich glaube, sie war eine der Frauen, die das Interesse an einem Mann verlieren, wenn sie ihn erst einmal um den Finger gewickelt haben. Nun, ich habe Ihnen jetzt die Wahrheit gesagt, aber von der Sache muss doch sonst eigentlich niemand wissen, oder? Wenn das alles herauskommen würde, wäre das sicher ein harter Schlag für meine Frau. Und ich weiß zwar, dass sich das reichlich heuchlerisch anhört, aber ich liebe meine Frau. Die andere, das war eine Dummheit. Ein Fehler, den nur Männer begehen können. Aber Christine ist anders. Sie ist meine wahre Liebe, auch wenn ich sie schlecht behandelt habe. Ich wünschte, ich könnte sie überzeugen, mir das zu glauben. Oh, ich glaube Ihnen, Monsieur. Da können Sie sich ganz sicher sein. Hatte Madame Marshall Angst, dass ihr Mann von der Sache erfährt? Sie war zwar ein wenig beunruhigt, aber Angst würde ich das nicht unbedingt nennen. Haben Sie und Madame Marshall je über eine mögliche Heirat gesprochen? Nein, nie. Arlena war zufrieden mit ihrer Ehe mit Marshall. Er ist ein angesehener Geschäftsmann. Ich wäre für sie als Ehemann nie in Frage gekommen. Ich war nur ein nützlicher Trottel für sie. Etwas... um sich die Zeit zu vertreiben. Und obwohl Sie das wussten, änderte das nichts an den Gefühlen, die Sie für sie hatten? Nein. Hatten Sie heute Morgen ein Treffen mit Madame Marshall vereinbart? Nein. Wir trafen uns meistens am Strand. Waren Sie überrascht, sie heute Morgen dort nicht zu treffen? Ja, sehr sogar. Ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Können Sie sich einen Grund vorstellen, warum sie heute Morgen in der Cutter's Cove war? Nein. Absolut nicht. Das passt überhaupt nicht zu Arlena. Kennen Sie jemanden in London, der möglicherweise etwas gegen Sie gehabt haben könnte? Nein, da fällt mir niemand ein. Kennen Sie jemanden mit den Initialen JN? JN? Meinen Sie vielleicht Jimmy Nash? Erzählen Sie mir von ihm. Nun, Jimmy war niemand Besonderes, nur ein Fotograf. Er hat mal ein wunderbares Foto von Christine und mir geschossen. Dabei fällt mir ein, ich habe irgendwann gehört, dass er und Arlena mal etwas miteinander hatten.
Aha. Ich habe ihn aber schon eine Weile nicht mehr gesehen. Soweit ich weiß, hatte er Geldprobleme. Und dann war er auf einmal verschwunden. Monsieur Poirot, wenn Sie sonst keine Fragen mehr haben, dann würde ich jetzt gerne zu meiner Frau gehen. Aber sicher, Monsieur. Ich glaube, sie wird sich über Ihre Gesellschaft freuen. Aha.